Zweimal in der Woche kommt Hans-Jürgen Mahnkopf ins Clementinenhaus, um zu schlichten und zu vermitteln. Als Patientenfürsprecher ist er die unabhängige Schnittstelle zwischen Patient und Krankenhaus. Obwohl sich die Tätigkeit auf den ersten Blick stark von seiner früheren als Oberstaatsanwalt unterscheidet, ist die Motivation doch ähnlich. Die Motivation lag sicherlich in dem Bereich, in dem er vorher schon lag, in dem ich eben vieles für Patienten getan habe. Sie können sich vorstellen, wenn ich gegen Ärzte ermittelt habe, waren in aller Regel die Geschädigten die Patienten. Nach jahrelanger Arbeit im Gericht hat Hans-Jürgen Mahnkopf auch eine nötige Menschenkenntnis und Hintergrundwissen. Eine gelungene Kombination, das findet auch Krankenhausgeschäftsführerin Birgit Huber. Bin ich sehr froh, besonders an Herrn Mahnkopf geraten zu sein, weil er natürlich mit seinem Hintergrund, also er hat ja viele Fälle auch im medizinischen Bereich früher bearbeitet, einfach weiß, wie so ein Betrieb läuft und er natürlich als Staatsanwalt AD besonders viel Ahnung hat und natürlich auch eine Autoritätsperson ist. Eine Vergangenheit als Jurist kann von Vorteil sein. Juristische Beratung liegt allerdings nicht in seinem Aufgabenbereich. In erster Linie kommt es bei dem Ehrenamt als Patientenfürsprecher auf menschliche Kompetenzen an. Wichtigste Themen, das kann ich Ihnen ganz deutlich sagen, ist Kommunikation und Mediation. Meine Erfahrung ist immer wieder, erstens, wir haben viel zu wenig Leute, insbesondere im Pflegebereich, aber auch im Ärztebereich. Und weil wir zu wenig haben, ist die Kommunikation zu gering. Die Patienten und Angehörigen wollen ernst genommen werden, das ist das Entscheidende. Und genau das tut Hans-Jürgen Mahnkopf. Er ist rund um die Uhr erreichbar. Er verhandelt mit Krankenkassen, nimmt Beschwerden an, hört zu und vermittelt zwischen Arzt und Patient. Manchmal sind es auch die kleinen Gesten, mit denen er viel erreichen kann. Es reicht schon aus, wenn sich Patienten über die Wartezeiten beschweren, dass man ihnen telefonisch sagt, dass man anruft und sagt, entweder ich oder ein Mitarbeiter, und den Patienten oder den Angehörigen gesagt wird, aus dem und dem Grund ist das so gewesen. Dann sind die schon zufrieden. Während Hans-Jürgen Mahnkopf also früher mit Gerichtsfällen zu tun hatte, kümmert er sich nun darum, Konflikte erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Oft hilft einfach nur gutes Zuhören, alle Beteiligten ernst zu nehmen und viel, viel reden.